Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Giga Glorious, heute aus London, auch wenn es nicht so ganz danach aussieht, aber hier wird heute Dirty Bob angezockt, ein Free-to-Play-Shooter. Und wir wollen nicht zwingend das Game vorstellen und sagen, hey, das Spiel kann das und das, sondern ich bin heute hier, um rauszufinden, wie Free-to-Play ist wirklich dieses Free-to-Play-Game. Was für Vorteile hat man als Publisher, dass man das Spiel kostenlos anbietet, aber dann irgendwo trotzdem Mikrotransaktionen darin versteckt? Und diese Fragen werde ich dem CEO stellen, das Spiel ein wenig zocken, gucken, kann man es wirklich kostenlos spielen und generell mal hinterfragen, sind Free-to-Play-Games wirklich so geil oder sind Spiele vielleicht, für die man dann wenig Geld bezahlt und dann aber keine Mikrotransaktionen, keine Vorteile durch Pay-to-Win hat, vielleicht besser? Viel Spaß bei dieser Folge Giga Glorious. Ich hoffe, sie gefällt euch. Macht's gut. Dirty Bomb. Das heißt das neue Free-to-Play-Game aus dem Hause Splash Damage, die uns bereits schon Spiele wie Batman Arkham Origins, Brink und Wolfenstein Enemy Territory brachten. Am 26.03. startete nun der kostenlose First-Person-Shooter in die Closed-Beta-Phase. League of Legends, Dota 2, Hearthstone, World of Tanks, Star Wars The Old Republic, War Thunder und noch viele, viele mehr. Sie sind Free-to-Play. Einige von ihnen haben sich schon so extrem etabliert, dass die Frage nach dem Monetarisierungsmodell schon gar nicht mehr hinterfragt werden muss. Den Erfolg solcher Spiele versuchen viele Publisher nachzustellen, doch welche Motivation steckt dahinter, ein Spiel umsonst anzubieten? Inwiefern beeinflusst ein Monetarisierungssystem das Balancing des Multiplayers und würde man nicht vielleicht besser fahren, einen kleinen Festbetrag zu verlangen, aber den Spielern elendige Mikrotransaktionen, welche sogar mittlerweile Einzug in Vollpreis-AAA-Titel gefunden haben, zu ersparen? Beim Presseevent in London werfen wir mal einen genaueren Blick auf einen neuen Titel in der Free-to-Play-Branche: Dirty Bomb. Grenade Launchers, Turrets. Oh, what's this? A Minigun? Doch zunächst. Entwickler-Spotlight. Die Entwicklerfirma Splash Damage wurde 2001 von drei alten Hasen der PC-Modding-Community gegründet. Gleich nach Gründung der Firma erschufen sie verschiedene Counter-Strike, Quake 3 und Return to Castle Wolfenstein-Maps mit Klassiker-Status. Nach der Entwicklung von Wolfenstein Enemy Territory und einigen Game of the Year Awards später machten die Briten gemeinsame Sachen mit Activision, Bethesda und fanden schließlich auch die Zeit, ihr Talent für Multiplayer-Titel auf Batman Arkham Origins auszuweiten. Nach all diesen Arbeiten etablieren sie nun mal wieder eine neue IP, die den kompetitiven Free-to-Play-Markt aufrütteln soll. Dirty Bomb. Zwei Teams bestehend aus verschiedenen Charakteren kämpfen im 5 gegen 5 oder 8 gegen 8 auf verschiedenen Maps gegeneinander an. Sie müssen zusammenarbeiten und die Fähigkeiten, die ein jeder Merc mit sich bringt, clever einsetzen, um Team-Objectives zu erfüllen. Objectives. Can't miss them, don't ignore them. When you're on the attacking team, you've got to complete them one by one. Wenn sie das geschafft haben, schreiten sie zur nächsten Aufgabe voran. Das Prinzip dieser Map-Ziele habe ich so bereits schon in Chivalry Medieval Warfare kennengelernt. Auch hier gab es eine Art Level, in dem Spieler gegeneinander antraten und sich über einen gewissen Zeitraum fortentwickelten. Auch bei Dirty Bomb funktioniert dieser Modus ziemlich gut. In der Rückrunde gibt es einen Seitentausch und nun muss mein Team die Mauer einreißen und versuchen, die Zeit des Gegnerteams zu unterbieten. Bevor eine Runde startet, habe ich die Möglichkeit, aus der Auswahl an Mercs mir drei Charaktere mit in die Schlacht zu nehmen. Während dieser Phase kann ich mich mit meinem Team in der Lobby absprechen. Wichtig ist es, eine gute Team-Kombo zu finden. Ein Assault, der Granaten wirft, ein Medic, der uns wiederbeleben kann, ein Tank, der mit seiner Gatling Gun große Löcher in die Fronten der Gegner ballert und vielleicht noch einen Mechanic, der mit seinem Geschützturm uns Rückendeckung gewährt. So könnte eine gute Team-Kombo aussehen. Wenn sich nun die Gegner entscheiden, ihre Taktik zu ändern und mit vielen schnellen, wendigen Charakteren eine Flanke entlang zu pressen und so unser Team zu überrennen, dann müssen auch wir unser Team umstellen. So kann jedes Team jederzeit schnell seine Taktik an den Spielverlauf anpassen. Gameplay-technisch bietet Dirty Bomb also überraschend viel Tiefe, was ich zunächst gar nicht erwartet hatte. Das Spiel ist mit seinen doch recht komplexen Metamechaniken keineswegs etwas für Shooter-Noobs oder Casuals. Da ist sich sogar CEO von Splash Damage, Paul Wedgwood, sicher. For a new player who completely starts fresh at the game, who maybe isn't even familiar with shooters, isn't familiar with MOBAs or anything that have different champions, how do you have like tips to approach the game as a first player? They probably should play other people's shooters first. I honestly don't think they'll have much fun in it at all. It's really hardcore and it's really hard to play. However, I kind of got into MMOs by playing PvP immediately and just getting my ass kicked non-stop. So if they're very competitive, I think they'll enjoy it. But I genuinely don't think that Dirty Bomb is right for people who are new to shooters. Doch wie sieht es nun mit der Finanzierung des Spiels aus?
Für die Pressevorführung des Spiels waren bereits jede Menge Mercs frei spielbar, doch diese muss ein Spieler, der neu anfängt, natürlich zunächst erstmal freischalten. In der aktuellen Beta rangieren die Preise für Mercs zwischen 6 und 14 Dollar, dagegen stehen etwa 30.000 Ingame-Credits, die man durch Rundensiege bekommt. Ob ihr den Charakter in der regulären Ausführung besitzt oder doch eine der seltenen Bronze-, Silber- oder Goldkarten des Helden euer eigen nennen könnt, wirkt sich auf eure Fähigkeiten in-game aus. So haben andere Karten des Champions sogar in der gleichen Stufe unterschiedliche Waffen oder Perks. Doch einen Vorteil soll man nicht bekommen, auch wenn man viel Geld in seine Merc-Auswahl steckt. Whether you pay or not, we have a free rotation system that means that people who never spend any money at all can still experience all of the different characters that the game has to offer. So you cannot pay to win. If you just spent loads of money, but you weren't very good at the game, you would just look like someone who spent a lot of money that isn't very good at the game. Also, ganz egal, wie viel Geld du in das Spiel reinsteckst, Gameplay-Mechanik und Spielspaß sollen immer im Vordergrund stehen. Aber wo liegen denn jetzt die konkreten Vorteile, ein Spiel free-to-play zu machen? Könnte man nicht vielleicht einfach einen kleinen Festpreis und dafür ein stabileres Spielprinzip anbieten? Gerade bei Multiplayer-Titeln ist Free-to-Play eine interessante Angelegenheit, denn eins ist klar, je mehr Leute das Spiel spielen, desto mehr Spaß gibt es für alle Leute in allen Skillklassen. Doch wie kriegt man es hin, dass die Leute, die für das Spiel Geld bezahlen möchten und es unterstützen wollen, auch etwas davon abhaben, ohne das ganze Spiel in Ungleichgewicht zu bringen? Dirty Bomb bietet bereits ein sogenanntes Merc Starter Pack an, welches einem etwa 40 Dollar wertvollen Ingame-Content für 20 Dollar zur Verfügung stellt. So können Spieler, die das Ganze gerne unterstützen möchten, das tun und erhalten dafür einige Mercs, 35.000 Ingame-Credits und sofortigen Zugriff auf die jetzige Closed Beta. Darüber hinaus gibt es im Spiel noch Equipment Cases, aus denen man Karten für Charaktere ziehen kann. Diese Cases könnt ihr nach Runden als zufällige Drops bekommen oder aber auch mit Ingame-Credits im Shop kaufen. Das Prinzip hinter Dirty Bomb ermöglicht also den Spielern Vorteile, wenn sie Geld ausgeben möchten, aber keine, die spielentscheidend sind. Diesen Tanz auf Messerschneide fehlerfrei tanzen zu können, ist gar nicht mal so einfach. Hier muss nämlich die Spielmechanik so viel Wert auf Character Balancing und Skill der Spieler legen, dass eine eventuell auftretende Schere zwischen den zahlenden und nicht zahlenden Spielern gleich verhindert werden kann. Für die nächsten Monate wurde bereits ein Schlachtplan bei Dirty Bomb etabliert, welcher bis Juni diesen Jahres neue Modi und Maps bringt, sowie die erste Ranked Season starten lassen möchte. Zeit für ein Fazit. Nach den ersten Eindrücken ist Dirty Bomb eigentlich ein ziemlich interessanter Titel, muss ich sagen. Ich habe gar nicht erst so viel erwartet. Das Gameplay hat mir eigentlich Spaß gemacht. Man hatte sehr ausgewogenes Spiel, man hatte viele verschiedene Klassen und vor allem mochte ich dieses Rotationsprinzip, dass man sich drei Klassen mitnehmen kann. Das kann jeder im Team machen. Die Absprache bei uns im Team lief nicht so gut, deswegen haben wir relativ ähnliche Klassen gespielt. Ich kann mir aber vorstellen, wenn man sich da länger reinsteigert, dann geht das natürlich richtig ab. Ja, zum Free-to-Play-System kann man auf jeden Fall sagen, das Ganze basiert wirklich nicht auf einem Pay-to-Win, sondern wirklich auf einem, ja, man kann das Spiel unterstützen, man bekommt auch Vorteile, wenn man Geld rein investiert, aber theoretisch kannst du als Spieler, der 0 Euro investiert, genauso gut spielen wie jeder andere. Das heißt, Dirty Bomb versucht hier wirklich einen Ansatz zu gehen, dass man versucht, die E-Sport-Szene ernst zu nehmen. Man weiß halt, dass man dort nicht wirklich weiterkommt, wenn man Geld verlangt für die Charaktere, um besser zu werden. Ich glaube, das Ganze könnte interessant werden, ist auf jeden Fall mal einen Blick wert, gerade weil es Free-to-Play ist. Und vielleicht schnappt ihr euch ja 5 Freunde und legt einfach mal in der Lobby los und versucht euch da mal ein bisschen hochzubetteln, weil es ist wirklich relativ schwer einzusteigen. Es ist nicht sonderlich casual, es ist schnell, es ist stressig, es gibt viele Klassen, die man erlernen muss. Aber wenn man schon so ein bisschen Shooter-Erfahrung mit sich bringt, wie der CEO auch selber gesagt hat, dann ist das Ganze auf jeden Fall ein ziemlich geiler Einstieg und könnte einen ziemlich gut herausfordern. Ich hatte also sehr, sehr viel Spaß hier auf dem Event in London. Ich hoffe, euch hat der Beitrag gefallen. Wenn ihr mehr solche Eventberichte haben wollt, auch mal die ein bisschen aus der Reihe tanzen, die nicht immer nur AAA-Titel vorstellen, sondern auch mal ein bisschen anderen Fragestellungen nachgehen wollt, dann gebt dem ganzen Video doch einen Daumen nach oben und vergesst auch auf keinen Fall, unseren YouTube-Channel zu abonnieren. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in den nächsten Videos. Macht's gut!